Philippe Pétain, früher Marschall von Frankreich, wurde wegen Hochverrats zum Tode und zur Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt. Mit diesem Urteilsspruch ging einer der dramatischsten Prozesse in der Geschichte Frankreichs zu Ende. Die Verhandlung dauerte 20 Tage. 63 Zeugen wurden vernommen. Der 89-jährige Staatschef Vichy Frankreichs wurde schuldig befunden der Verschwörung gegen die innere Sicherheit seines Landes, des Plans, eine Diktatur in Frankreich zu errichten und des Versuchs, im Einklang mit den Kriegszielen der Nationalsozialisten die Französische Republik zu untergraben. Im Urteilsspruch erklärte Pétain, ich lege mein Schicksal in Frankreichs Hände. Jetzt hat Frankreich gesprochen. General de Gaulle verwandelte später die Todesstrafe in lebenslängliche Haft auf der Festung Portalais. Der letzten Verhandlungstage erschienen fast alle führenden politischen Persönlichkeiten Frankreichs vor Gericht. Renault macht seine Aussage, französischer Ministerpräsident zur Zeit des deutschen Einmarsches in Frankreich. Ministerpräsident Daladier. Der frühere französische Präsident Lebrun. Der frühere Ministerpräsident Léon Blum. Er wurde im Februar 1942 nach Deutschland deportiert. Auch General Végan wird aufgerufen. General Doyen, der frühere Ministerpräsident Herriot, der von den Alliierten in einem deutschen Konzentrationslager aufgefunden wurde. Marcel Poll, einer der Führer der französischen Widerstandsbewegung. General Gamelin. In diesem Gefängniswagen befindet sich Pierre Laval. Unter starker Bedeckung betritt er das Gerichtsgebäude. Zur letzten Vernehmung im Alpétain. Bald wird der frühere Ministerpräsident und eifrigste Helfer des Nationalsozialismus sich selbst an dieser Stelle zu verantworten haben. Dann wird Frankreich auch über ihn sein Urteil fällen.